Roll cameras! Action! Bail on them, Christian Bale on them. I'm sort of a dark knight, which you never hear coming. Calm down, Trevor, fuck that, my nigga run it. We all goes hard. Moin Moin Amigos, heute ist euer Captain Pedapel wieder am Start mit einem GTA Online Video. Und zwar heute geht es darum, was bzw. welches Muscle Car ist das schnellste, das es zurzeit in GTA Online überhaupt gibt. Und tja, wie soll ich sagen, zu dem Ranking hier, es gibt jetzt nicht ein richtiges Ranking. Ihr seht eh gerade im Hintergrund, mit welchem Auto ich die ganze Zeit rumfahre, und das ist auch das schnellste, aber das ist nur unter einer Voraussetzung das schnellste Auto, und zwar durch den Glitch. Die meisten kennen vielleicht den Glitch schon. Ich stelle es euch einfach mal vor und zeige euch am besten sofort, welches Fahrzeug das überhaupt ist. Das ist der sogenannte Bravado Red Truck. Den kann man auf der Arena War Seite kaufen oder auch auf der San Andreas Autoseite für 37.000, glaube ich, sind's. Und genau, damit ihr dieses Fahrzeug zum schnellsten Muscle Car machen könnt, das es gibt, müsst ihr es erstmal kaufen und voll auftunen, was die Leistung angeht. Also den besten Motor einbauen, beste Motorverbesserung, Getriebe und einen Turbolader. Das ist wichtig, damit ihr den Glitch überhaupt machen könnt. Und sobald ihr das habt, könnt ihr diesen kleinen süßen Truck zum schnellsten Muscle Car im Spiel machen. Vielleicht habt ihr den Trick bzw. diesen kleinen Speed Buff eh schon mal ausprobiert. Ich zeig's euch einfach, also es ist nicht kompliziert. Und als Vergleich habe ich noch einen Kollegen dabei, der fährt einen Turismo. Es ist ein Supersportwagen und ich ziehe den einfach mal locker ab als Vergleich, damit ihr seht, dass dieser Buff nicht nur dann dieses Auto zum schnellsten Muscle Car macht, sondern eigentlich zum schnellsten Fahrzeug überhaupt. Also schon richtig krass. Und was ihr machen müsst für den Glitch, ihr müsst einfach mal Gas geben und gleichzeitig bremsen, damit die Reifen durchdrehen. Und nachdem ihr die Bremse auslässt, nach 0,5 Sekunden circa haut ihr wieder die Bremse rein. Und ihr seht dann eh, wenn ihr es richtig gemacht habt, macht ihr dann so eine Bremsspur nach hinten. Wenn die dann irgendwann aufhört, so wie bei mir jetzt beim ersten Versuch, dann habt ihr es nicht perfekt gemacht vom Timing. Wenn ihr es wirklich perfekt macht vom Timing, dann geht die Spur durchgehend durch, die Bremsspur. Jetzt beim zweiten Versuch dann nochmal, probieren wir es nochmal aus, und hat es dann wirklich funktioniert. Da zieht euch der Centorno oder Turismo oder wer auch immer hinter euch her ist, nicht mehr ab. Bei mir war es erst so, dass ich am Anfang schneller war und dann hat mich der Turismo eingeholt. Aber jetzt, wenn ihr es wirklich vom Timing perfekt timet, dann hat keiner eine Chance. It's what you hearing. What you hearing? It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock knock. Open up the door. It's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, can I do it again? Cause yeah. I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. So, und ihr habt es gerade gesehen, also mit diesem Glitch zieht ihr absolut jedes Fahrzeug, egal ob das jetzt ein Muscle Car ist oder sonst was ist, könnt ihr jeden abziehen. Also der Glitch ist wirklich krass. Also nochmal zur Erklärung, falls ihr das davor nicht kapiert habt, ihr müsst die Reifen durchdrehen lassen, also Bremse und Gas geben gleichzeitig. Also bremsen und Gas geben gleichzeitig, das wäre auf der PlayStation L2 und R2. Und dann drehen die Reifen durch. Und sobald ihr die Bremse loslasst, bewegt sich natürlich das Auto nach vorn. Und direkt nach einer halben Sekunde wieder, haut ihr wieder die Bremse rein, bleibt auf der Bremse. Und ja, genau. Wenn ihr das richtig gemacht habt, dann geht durchgehend diese Bremsspur durch. So, ich mach's jetzt nochmal als Vergleich. Da habe ich es wieder verkackt. Da geht die Bremsspur nicht durch. Und dann probiere ich es nochmal, dann geht's wieder. Also ihr müsst es richtig timen. Und dann, ich schwör's euch,
Dieser Glitch macht so viel Fun. Und wenn jetzt jemand wissen will, ja toll, ich will jetzt das schnellste Muscle Car haben ohne diesen scheiß Red Truck Glitch. Das schnellste Muscle Car, das es gibt, ohne irgendeinen Glitch. Das ist der Rapid Dominator Pisswasser. Der normale ist nicht ganz so schnell, der ist 4 km/h langsamer. Ihr braucht den Pisswasser Dominator. Das ist das schnellste Muscle Car, das es überhaupt gibt. Wenn ihr ein zurückkehrender Spieler seid, so wie ich, der erste auf der PS3 war, dann gibt's den kostenlos. Also, danke fürs Zuschauen, haut rein. Und lasst ein Like und Abo da, falls euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat. Also, adios amigos, euer Captain Pedipan. Bis zum nächsten Video. Ciao. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you're